Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier in der Zwergenwelt. Wir kämpfen jetzt noch einmal gegen das Berserker-Ehepaar, was sich hier drin befindet. Der Wilde und die Lästige. Und danach können wir noch ein paar Sachen, die letzte Schatzkiste da noch öffnen. Und sind dann, ja, so gut wie fertig mit fast allen Welten, mit allen Sachen, die wir, ja, finden konnten. Was ich noch finden muss unbedingt, sind diese ganzen Blumen für Freya. Da habe ich jetzt erst 5 von 9 und man braucht aber insgesamt 9. Wo sich die befinden, weiß ich aber noch nicht, weil die halt nicht wirklich auf den Karten angezeigt werden. Man könnte hier halt die Gebiete durchlaufen, aber zur Not muss ich dann mal so einen Tag für mich investieren und alle Welten, alle überall langlatschen, um zu gucken, wo dann die Blumen zu finden sind. Aber jetzt geht's erstmal hiermit weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in Folge 108 heute. Und jetzt mal schauen, wie das hier nochmal gegen das Berserker-Ehepaar läuft. Ich versuche die Lästige zuerst auszuschalten und danach gegen den Wilden zu kämpfen. Also Leute, viel Spaß und danke für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Wett war der Wilde, der Rolfer die Lästige. Die Berserker werden ewig leben. Die hält auch nicht so viel aus. Vorsicht, links! Macht sich immer unsichtbar, ne? Das ist so richtige... Richtige Schurke mit dem Dolchen. Alter. Alter. Ja, nicht beide jetzt. Lass mich doch. Scheiße, falsch geklappt. Timing aber auch noch nicht so raus gegen die. Okay. Achtung, hinter dir! Nerv mich. Dein Ende ist nah. Das block ich weg. Die macht dich unsichtbar. Weg da. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Komm schon. Jawohl, das war ein schöner Betäubungsschaden. Nein, er packt mich. Ey, jetzt werde ich den Typen nicht wieder los. Wo ist deine Wut hin? Nein, das gibt's doch nicht. Hinter dir, pass auf! Alter, der hat doch... Die hat schon wieder nichts am Leben. Kommt die ganze Zeit immer davon. So, ich hab den... Auferstehungsstein habe ich noch. Nein, das ist nicht so gut. Ja. Oh, wenn er das macht und ich zu weit weg bin, ne? Ach komm, bleib doch endlich mal auch mal stehen, wenn ich meine Angriffe mache. Sei lieber schnell. Danke. Ich mach dich fertig. Ja, danke schön. Ich hab den Stein noch. Los, bleib da! Boah. Alter! Ich mach dich fertig! Gut, dass da noch was auf dem Boden lag. Komm schon. Nein, 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 der trifft mich! Ach, komm schon! Flieh vor meiner Macht! Nein! Oh, wie knapp bitte! Zufrieden sein.
stand ich wieder einen Schritt zu weit weg, dass ich das nicht unterbrechen konnte mit seinem blöden, blauen Dings. Alter. Das war jetzt so viel Pech da drin in dem Kampf. Also nicht, also am Anfang ging's. Nur gegen ihn alleine dann. Seine Angriffe sind echt ein bisschen... Der Rolfer, die Lästige. Berserker werden ewig leben. Linke Seite. Ich mach dich fertig. Hinter dir, pass auf. Man den nicht so los wird wieder. Ey. Achtung, hinter dir! Ich warte! Wilhelm, warte! Da, wie macht er wieder diesen blöden Klatscher? Hinter dir! Mhm. Rechts von dir! Ich mach dich fertig! Komm her! Halt! Boah. Wie willst du einen so einen Schlag noch nervig verzögern wie der? Hinter dir, vor mir! Ja, schön. Schön. Ich hab doch gut viel Rage aufgebaut. Einer noch. Gerade wenn ich mich umgedreht hab. Ich mach dich fertig! Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Er macht das Blaue? Nein, er macht das. Das war gut. Ich mach dich fertig! Ach komm, ey. Sei lieber schnell! Ach komm! Das ist doch nicht... Komm, mach den Balken voll! Und Wölfe raus! Jetzt habe ich ihn. Die Wölfe machen ihn. Jawohl. Gut, dass ich mir die Wölfe jetzt doch mal ein bisschen aufgespart habe. Was denn? Dann bekommt der König, was er verdient hat. Das kennen wir schon. Rache wird dir keinen Frieden bringen. Ist es Rache, wenn es gerecht ist? Das musst du dir schon selbst beantworten. So, damit habe ich 8. Ich glaube, die haben doppelt gezählt, ne? Also wenn es 2 Berserker sind in einem Kampf, die zählen dann auch für die Quest doppelt. Das heißt, die Schwestern zählen dann als 3. Da habe ich dann, wenn ich die habe, 8, 19, habe ich dann 11. Schnapp das Schwert und lass uns hier verschwinden, ja? Stimmt, dann habe ich, wenn ich muss die Schwestern machen, die 3 Schwestern, dann habe ich 11. Dann gibt es einen in Niflheim, wo ich nicht hinkomme, das wäre Nummer 12. Und dann müsste der König dann kommen als letztes. Es ist wie, also aufgebaut wie die Walküren, dass der König sich als letztes zeigt. Hat mit den Wänden zu tun. Okay, dann habe ich ja wenigstens schon mal alle Berserker entdeckt. Nur, dass ich nicht alle machen kann, weil ich nicht nach Niflheim dahin komme. Waffenverbesserung für den Draupnirspeer. Oh, kann ich jetzt 2-mal verbessern, weil ich doch auch noch eine andere Verbesserung dabei habe, ne? Diese 2 Wände, Stufen. Das Schwert gibt ihnen Kraft. Voll gut. Also es war wieder nicht so guter Kampf, aber Hauptsache geschafft. Hauptsache geschafft. Ja, dann fehlen mir nur noch die beiden Grabsteine. Niflheim, wo ich nicht hinkomme, und die 3 Schwestern. Und dann habe ich 12 Berserker. Bin ich dabei auch schon mal gut vorangeschritten. Jetzt muss ich aber hier nochmal zurücklaufen zum Zwergentor, sonst komme ich hier nicht raus. Die
könnten ja also hier, dass hier auch kein Zwergentor ist. Ne? Gut, ich bin jetzt nicht durchgelaufen. Ist aber nicht so wild. Zwei Berserkersteine noch. Und die drei Schwestern schaffe ich auch noch. Bei denen war es ja auch schon mal ordentlich knapp bei einem Versuch. Aber ich bin ja jetzt auch wieder ausrüstungstechnisch auf jeden Fall wieder stärker geworden. Da ist das Zwergentor. Perfekt, dann kann ich hier raus. Ah, sehr schön. So, jetzt holen wir uns noch den Schatz aus Midgard. Den allerletzten Schatz, der müsste hier sein. Da ist, glaube ich, auch der tote Drache von Baldur. Dann habe ich da auch alles. Und ich kann wieder neue Fähigkeiten lernen, dann, weil ich den Speer zweimal updaten kann. Kriegt alle Waffen früher fertig, bevor ich die Axt auf Max hab, glaube ich, ey. So wie es aussieht. Leistet dir der Speer gute Dienste? Jo. Wenn du Zeit hast, kann ich ihn verbessern. Muspelheim kriege ich, glaube ich, das letzte dann für die Chaosklingen. So, Stufe 7. Jetzt ist der Spitze. Oh, er sieht auch jetzt schöner aus. Hat noch ein bisschen Rot drin bekommen. Aber wir können noch eine Stufe machen und auf Stufe 8 bringen. Vorletzte. Die Dame der Schmiede hat es wieder geschafft. Wow, der sieht echt schön aus jetzt. So, jetzt fehlt nur noch eine Sturmflamme, um den Speer auf Maximum zu bringen. Und ich bin oben auch Stufe 8,5 jetzt zu 9 hin. Geil. Mehr gibt's aber nicht. Soll es was Bestimmtes sein? Nö. Alter, guck mal, die Spitze vom Speer, wie gut die jetzt aussieht, ey. Schöne Waffe. So, und die Fähigkeiten kann ich jetzt hier auch verbrauchen. Oder kaufen. Erhöht die Anzahl auf 8. Kann ich 8 Speere in einen Gegner reinpumpen. Und das ist das letzte hier. Wenn Sie mehrere Speere schnell hintereinander werfen, wird die Geschwindigkeit erhöht, mit der sie geworfen werden. Ja, das ist doch mal brauchbar. Ja, endlich mal schneller. Und kannst du richtig schnell mal 8 Speere in einen reinballern, ey. So, und die letzte Fähigkeit, die wir hier haben. Aufsteigender Wind verursacht einen Wirbelwind, um Gegner in der Nähe zu treffen und zu unterbrechen sogar. Das ist hier diese viermal leicht, einmal schwer Kombo. Und die macht jetzt einen Wirbelwind. Jawohl. Das war's. Droppen ihr Speer? Und dann mache ich noch was. Ach, es gab noch einen Axtzusatz von denen. Hier. Das Aktivieren von reißender Strudel. Bei voller Strudel löst eine Weltenverschiebung aus. Oh, cool. Und da ist der Wirbelwind jetzt. Er fährt dann sogar ordentlich ganz gut durch die Gegend. Ich muss da rein. Ich muss zu dem Drachen. Vielleicht kriege ich noch eine coole Belohnung, weil ich da jetzt auch noch die Dings abgebe. Die Kinder vom Weltenrissbaum-Vieh von Nidhögge, die habe ich auch alle dabei. Mal gucken, was ich da für eine Belohnung bekomme. Vielleicht hoffentlich auch wieder was Schönes. Hier ist der letzte Schatz des Spiels. Letzte Schatzkarte habe ich alle. Auftrag abgeschlossen. Hübsche, glänzende Dinge. Schatzkarte komplett. Mehr gibt's nicht. Helheim-Amulett-Zauber. So, jetzt sind wir hier. 91% in Midgard fertig. Ich weiß, dieser Vogel hat gesagt, er gibt uns keine Belohnung für die Hehlrisse. Aber der Junge hat ja gesagt, sagen wir das denen. Und deswegen gehe ich kurz zum Helheim-Aussichtspunkt. Der ist direkt hier am Tor. Und guck mal, ob der Höllenvogel uns irgendwas sagt. Weil wir alle Risse verschlossen haben. B
Vielleicht ist er trotzdem beeindruckt, dass wir es gemacht haben oder keine Ahnung. Oder es gibt ein kleines Gespräch. Wer weiß. Erstmal den Aussichtspunkt wiederfinden. Aber der war hier lang. Und dann hockt er da oben. Da. Er guckt uns schon an. Freut er sich? Ist er gut gelaunt? Vielleicht? Gib mir noch ein Geschenk, Digga. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ich kann mit ihnen reden. Leisarmo Kefa. Sie wusste, dass sie geschlossen sind. Und es gibt keine Belohnung, wenn wir sie schließen. Wir hatten nichts erwartet. Dann würde ich empfehlen, zu verschwinden. Sie ist schließlich eine Leichenfresserin. Gut. Ja, dann mal los. Ah, schade. Schade. Sie bleibt bei dem, was sie gesagt hat. Aber es gab noch mal ein Gespräch. Ich meine, warum sollen wir auch von ihr eine Belohnung dafür kriegen, wenn wir schuld waren, dass die Risse überhaupt erst entstanden sind? Also stimmt ja irgendwie schon, ne? Aber jetzt haben wir es nochmal gehört. Persönlich. So. Sindris Haus und zu Ratatösk. Nee, der gibt mir keine gute Belohnung. So, alle Tiere geholt. Den Firma! Den Spiel! Ding Dong! Du weißt schon! Ding Dong! Ah. Ich habe deine Kinder gefunden. Endlich ist meine kleine Familie vollständig. Jawohl. Ja, was gibt es noch? Eine Frage, die ich schon lange stellen wollte. Wenn du eine Eigenschaft in eine spektrale Form projiziert hast, ist sie dann einfach weg? Angenommen, ein Freund möchte seine Melancholie oder seine Neigung zum Schmachten ablegen. Ich verstehe, aber ich fürchte, es ist nicht so einfach. Meine spektralen Projektionen verschaffen mir ein gewisses Maß an emotionalem Spielraum. Aber das ist nur vorübergehend. Wenn ich sie nicht wieder annehme, beginnen sie zu gären. Gären? Sie sind konzentrierte Wesen aus Emotionen. Und wenn man sie zu lange alleine lässt, nähren sich die Emotionen von sich selbst und werden immer ausgeprägter. Daher muss ich sie immer wieder aufnehmen, ihren emotionalen Ballast verarbeiten und kann sie dann wieder ausstoßen. Ja, okay. All diese Emotionen auf einmal aufzunehmen, muss eine ziemlich bittere Erfahrung sein. Oh ja, ziemlich unangenehm. Furchtbar sogar. Ich kann es nicht empfehlen. Nun ja, viel Glück für deinen Freund, Meister Mimir. Welcher Freund? Ich habe wohl genug eurer Zeit beansprucht. Ja, aber die Kinder jetzt abgeben. Für deine Obhut. Hey, ich hab da einen Tipp. Geh weg! Der wird für Ärger sorgen. Das sehe ich. Ich freue mich auf die Herausforderung. Belohnung? Die lieben Kleinen sind jetzt alle sicher in ihrem neuen Heim. Ich bin dir sehr dankbar. Hättest du früher tun können. Du hast die Drachenkinder gesucht. Warum? Natürlich, um eine quälende Einsamkeit zu lindern. Oh, das war äußerst zuvorkommend von dir. Eigentlich bin ich nicht so offen, aber das ängstliche Eichhörnchen hat wohl das ein oder andere von dir gelernt. Wie war das? Es ist egal, was andere über einen denken. Also erlaube ich dir diesen einen Blick auf meine Schwäche. Andere zu brauchen ist keine Schwäche. Meine Güte, solch emotionale Intelligenz erwartet man gar nicht von jemandem deiner Größe. Das ist mir egal. Oh, tja, das war ein reizendes Gespräch. Also, irgendwelche Fragen, bevor ihr weiterreist? Nee. Nee. Keine Belohnung? Nur die Trophäe und so? Und gut, es gab Erfahrungspunkte. Hätte mir wenigstens eine Frostflamme von meiner Axt geben können. Ärgerlich. Aber Aufgabe abgeschlossen. Ich bin wieder da. Hey, du hast's geschafft. Ich hole Tier. Komm zu uns an den Tisch, wenn du bleiben willst. Seht ihr?
Ich sagte doch, der Schlüssel bringt ihn heim. Wegen einem Schlag mit einem Hammer. Zwergenmagie ergibt keinen Sinn. Nicht wahr? Das eine Mal hat Lunda ein Brustschild aus Hundegebell gemacht. Du bist zurück. Das verstehe ich. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass dieses Ding den Preis wert war. Du hast sie. Was hat sie dir gezeigt? Ich konnte sie noch nicht benutzen. Ich musste fliehen, wegen Heimdall. Aber zumindest hat Odin sie auch nicht. Aber wenn du keine Antworten von der Maske bekommen hast, hast du einfach nur Odins größten Schatz gestohlen. Gleich nachdem dein Vater seinen treuesten Anhänger tötete. Und? Guck mich nicht so an. Niemand ist sicher. Nicht mal hier. Wir haben also keine Wahl. Wir finden Sutr, blasen das Djatlerhorn und führen Odin seiner Strafe zu. Jetzt! Du würdest jede Seele in Asgard einäschern und es Notwehr nennen? Schmiedet er auch mal einen Plan oder macht er nur die der anderen schlecht? Ja. Der offensichtliche Plan liegt direkt vor uns. Wir brauchen Odin für die Maske nicht. Wir schleichen uns nach Asgard und nutzen sie selbst. Direkt vor seiner Nase. Aha. Wir holen uns das Wissen, um diese Kriegsprophezeiung ein für alle Mal zunichte zu machen. Nur, so leid es mir tut, haben wir keinen Weg nach Asgard. Sie haben das große Horn, oder nicht? Oh, Sie sollen sich also nach Asgard schleichen und ein Horn blasen, das durch alle Welten schallt? Ich meine, dass du mir den blauen Hinterleib kannst. Bitte, denkt einfach mal darüber nach. Okay, Tyrs Plan überdenken. Mal gucken. Oh, ich kann dir alles Mögliche schmieden, aber sicher nicht deine Pläne. Ich werde dir aber zuhören, wenn du soweit bist. Okay, finde ich gut. Leider keine Axt. Aber ich muss hier den Wiederbelebungsstein, den kaufe ich jetzt schon mal, bevor wir hier wieder abdüsen. Ich habe 1 Million Hacksilber. 1.600.000. Okay, das ist echt viel. 1 Million. So, dann überdenken wir den Plan nochmal von Tyr. Kratos. Was meinst du? Diese Maske. Die leichten Antworten, die sie verspricht. Eins weiß ich. Abkürzungen haben ihren Preis. Atreus. Du hast sie getragen. Was meinst du? Sie ist eine Chance. Schlimmstenfalls nutzen wir sie als Köder für Odin. Bestenfalls, wenn sie wirklich alle Antworten hat, gehen wir unseren eigenen Weg. Und niemand muss sterben. Hm. Toll! Jetzt brauchen wir nur einen Weg nach Asgard. Ich weiß, dass ich eine Bürde gewesen bin. Ich weiß, ihr habt euch gefragt, warum ihr mich aus diesem Loch geholt habt. So wie ich. Jetzt weiß ich es. Hierfür werde ich gebraucht. Das ist meine Bestimmung. Ein letztes Mal nehme ich meinen Speer und ich führe uns nach Asgard. Verzeihung! Aber wenn du einen Weg nach Asgard weißt, wo genau war denn diese Idee die ganze verdammte Zeit? Das ist eine ziemlich vernünftige Frage. Du hast Asgard geschützt. Du hättest uns alle umgebracht. Und wir mussten Loki Zeit geben, sein Schicksal zu finden. Hier ist es. Alles führte genau hierher. Wenn wir wirklich reinkommen, dann hole ich mir Odin. Ich halte dich nicht auf. Wir können beides. Ganz richtig. Wenn uns die Maske keinen Ausweg bietet, dann wenigstens einen kleinen Vorteil. Nichts dagegen. Dann lasst uns gehen. Und zwar schnell, bevor er weiß, dass wir kommen. Er hasst Überraschungen. Ganz langsam, du elender Baum. Ich will immer noch die Details hören über diesen, neuen Weg nach Asgard von dir. Spuck's aus! Ein uralter Pfad, von hier erreichen wir ihn nicht. Wo dann? Ich hol nur meine Sachen, dann zeig ich's dir. Du hast keine Sachen. Und wohin willst du mit dieser Maske? Rock. Das Ding gehört dem Jungen. Er hat's verdient. Du hast nichts gemacht als halbwegs essbare Suppe. Brock, ist schon gut. Ist es nicht. Die Sache stinkt. All diese Teile passen gar nicht richtig zusammen. Wie, dass er die ganze Zeit Loki zu dir sagt. Du kennst seinen richtigen Namen. Hey, ich rede mit dir. Hältst du jemals den Mund? Was?
Was geht denn mit ihm? Ausgerechnet. Odin. Odin. Lass den Jungen gehen und stell dich mir. Dein Bruder soll mir die Maske geben, dann bin ich dabei. Stehen. Freya? Wenn er stirbt. Na, das war nicht der Teil des Plans, aber wenn er stirbt, sind wir quitt wegen Heimdall. Und ganz ehrlich, da habe ich draufgelegt. Ich werde dich töten. Verlass dich drauf. Mhm. Schön, wieder Zeit mit dir zu verbringen. Freya, bitte. Du kannst nicht an zwei Orten zugleich sein, Freak. Hey, ich halt still und ihr auch. Tut nichts, was ihr noch bereut. Ich bereue viele Dinge. Dich zu töten wird nicht dazugehören. Jetzt lass ihn los! Ich hab die Kontrolle hier. Her mit der Maske! Los! Atreus! Uiuiui. Aber er hat die Maske trotzdem. Zu schade, Junge. Wir führen wohl doch einen Krieg. Die Maske! Er hat die Maske gerettet. Schöner Wurf. Aber Brock... Bitte, du musst ihn retten. Du musst es. Geh nicht. Geh nicht. Vielleicht, wenn ich zum See zurückgehe? Lass es. Ich weiß, was du getan hast. Und ich vergebe dir. Aber du musst aufhören. Du musst loslassen. Brock. Das kam unerwartet. Aber er ist ja schon mal gestorben und nochmal wiederholen geht nicht. Oder wo, oder versucht er es trotzdem und ist mit ihm gerade verschwunden? Die ganze Zeit. Also, was machen wir jetzt? Jetzt töten wir Odin. Und jeden, der uns aufhalten will. Atreus. Komm. Was? Wohin? Das spielt keine Rolle. Wo geht ihr hin? Wir sind raus. Du kannst nicht davor weglaufen, Kratos. Odin wird nicht aufhören, bis wir ihn aufhalten. Wir brauchen dich hier. Da kann er jetzt wirklich nicht mehr weglaufen. Odin hat gesagt, wir sind im Krieg. Es gibt keinen Weg mehr, wo wir hin können. Da keinen Ort mehr. Abreisen. Gebt euch eine Abreise, ey. Geh wieder rein und dann planen wir. Ich kann mich nicht mehr umdrehen. Ich kann nicht die Tür anklicken. Das gibt's doch nicht. Und was mit Brock, ey? Brock haben wir jetzt verloren. Meine Fresse. Wieso gab's denn schon wieder einen Amulettzauber? Eben gerade? Helheimskraft. Nahkampfschaden, wenn die Gesundheit unterfällt. Stärke und Vitalität. Nee, geht so. Alter, was eine Episode hier noch am Ende, ey. Wir sollen echt abreisen. Aber wo ist der echte Tyr? Wir haben Tyr nie aus seiner Zelle geholt. Das war alles Odins Plan und er konnte uns so die ganze Zeit beobachten und wusste ganz genau immer, was wir vorhaben.
Das ist halt, ne, Odin ist, gilt ja auch als Gestaltenwandler. Er ist ja auch jemand, der oft auf, in Midgard rumgerannt ist, als getarnt, so als Wanderer und so. Und deswegen war Tyr auch immer ein bisschen komisch. Und hat auch nie gekämpft, ne? Er hat nie mit uns gekämpft, Tyr. Er hat immer gesagt, nee, ich fasse keine Waffen mehr an, weil das dann wahrscheinlich aufgefallen wäre. Und dass Brock das jetzt aber auch noch durchschaut hat, das wird bestimmt noch interessant. Leute, in der nächsten Folge geht es selbstverständlich weiter hier mit der Hauptgeschichte, weil was anderes haben wir im Moment eh nicht mehr zu tun. Leute, danke fürs Einschalten und lasst einen Daumen nach oben dafür, Brock. Bis zur nächsten Folge von God of War. Ciao, ciao.